Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Projekt auf dem Kanal. Wir spielen nach langer Zeit mal wieder Banjo-Kazooie. Aber man hört schon an der Musik, dass es in etwas andere Richtung geht. Nämlich spielen wir Banjo-Kazooie Jiggies of Time. Das heißt, wir spielen mehr oder weniger Banjo-Kazooie in der Welt von Ocarina of Time. Und der Hack ist großartig. Legen wir direkt mal los. Wir haben ein Custom-Intro mehr oder weniger oder einen Text in den Tiefen des Waldes von Hyrule. Auch eine Custom-Lebensanzeige. Dieser Mod kommt übrigens von Kirko Mods. Wir haben hier einen Text, den man aber nicht so wirklich lesen kann. Irgendwas mit Grunty. Und das ist der Champion, wenn es um Banjo-Kazooie Mods eben geht. Wir haben generell noch gar nichts drauf tatsächlich. Ich höre auch ein Jinjo. Und wir haben so viele, ja, Custom-Gegenstände hier. Links Kleidung. Hier auch hier ein Links Haus. Okay. Da ist wohl eine Sprungplatte. Milch. Und wir haben so viele Easter Eggs hier. Zum Beispiel einfach mal so ein bisschen Verpackung. Banjo-Kazooie Jiggy of Time. Gibt es natürlich nicht. Aber ist halt so neu erstellt. Und davon gibt es, glaube ich, sogar mehrere in dem Game. Eben genau solche Easter Eggs. Und das Bottles. Ey, seid ihr bereit für ein neues Abenteuer? Oder ein neues Game? Nicht so ganz. Rare hat euch leider verkauft oder wurde selber verkauft. Ihr spielt eine neue Kirko-Mod. Ein Crossover eben zwischen Banjo-Kazooie und Ocarina of Time. Zwei Spiele, die ich sehr gut kenne. Und es ist tatsächlich einer der wenigen kompletten Banjo-Kazooie-Hacks. Also wirklich mit den 900 Noten und ich glaube 100 Puzzleteilen. Ja, Grunty hat eben Hyrule unter ihr, ja, Griffe genommen. Aber der Deko-Baum kann dir mehr erzählen. Gut. Aber wir brauchen die eine oder andere Fähigkeit, die er uns hoffentlich bald, ja, beibringt. Und wir sollen als erstes zu den Lost Woods gehen. Gut zu wissen. Ich glaube, wir befinden uns aber hier tatsächlich in der ersten Welt direkt. Gepackt Move haben wir nicht drauf. Aber das ganze Basic Zeug. Und wir können die ersten Noten mal sammeln. Aber ich glaube, das bringt tatsächlich nichts. Weil wir zuerst in die verlorenen Wälder gehen müssen. Oh, ein extra Leben hier. Sonst können wir hier nicht alles machen. Oh, das ist wirklich cool. Der allererste Banjo-Kazooie Mod mehr oder weniger. Ich bin direkt verlaufen. Verlorene Wälder war auf der anderen Seite. In die Häuser kann man nicht reingehen. Nee. Ein weiterer Maulwurfhügel. Ich glaube, der erklärt uns so ein bisschen die Basic Moves, aber die können wir ja. Wir sind ja erfahrene Banjo-Kazooie-Spieler, hoffentlich. Genau, es gibt eben Bereiche, wo man die Welt verlassen kann, wie jetzt hier, Lost Woods. Wenn ich da eben durchgehe, würde ich all meine Noten verlieren, deswegen gehe ich da jetzt auch einfach mal als erstes hin. Also sollte man bei solchen Toren eben um einiges mehr aufpassen, bevor man hier durchgeht. 6 Honeycombs sind hier zu finden, also ist das eigentlich Spiral Mountain, ne? Okay, wir sollen als erstes mal nach links gehen, gut zu wissen, danke für den Tipp. Wird wahrscheinlich die 1 zu 1 die gleiche Reihenfolge sein wie im Original-Game. Was ist das Blaue da? Man wird auf jeden Fall auch rausgeworfen wie im Original-Game. Also Ocarina of Time in dem Fall. Okay, scheint da in dem Fall eine Art kleiner Fehler zu sein. Nehme ich hin. Kiri Forest. Genau, und da ist wieder ein Tor, wo ich erstmal aufmachen müsste. Und die Musik ist schon geil. Mit den Banjo-Kazooie-Instrumenten gefällt mir. So, komme ich da irgendwie hoch? Ja, das klappt sehr gut. Unsere ersten Eier. Ich bin einfach auch froh, mal wieder so Banjo-Kazooie-mäßig zu spielen. Es ist zu lange her. Das ist die erste Honigwabe und auch ein Mumu-Schädel, die ist natürlich auch back. Und ja, hier wäre ja eigentlich das Horror-Kit. Also das Game wird natürlich in einigen Stellen verändert. Es ist nicht 1 zu 1 das Hyrule, das wir kennen. Aber es gibt noch eine andere Sache, weswegen dieses Game so unglaublich geil ist. Mal schauen, wann wir das zum ersten Mal sehen. Hier bräuchte ich jetzt, glaube ich, direkt die Eier schon. Ein Gegner, ja, so ein kleiner Deku. Das zeigt mir jetzt, wie ich die Eier schießen kann. So, danke fürs Leben. Um da hochzukommen, muss ich ja erstmal hier mit der Sprungplatte irgendwie zurechtkommen. Ich höre irgendwie einen Kessel. Ist das nur in der Musik drin oder ist hier wirklich irgendwo einer? Ich weiß noch, dass es auf jeden Fall jetzt hier, glaube ich, nach links geht. Und da ist eine Schatztruhe. Was befindet sich diesmal hier drin? Eine weitere leere Honigwabe. Ja, da kommen wir doch durch, oder? Let's go, das können wir kaputt machen, ne? So, du wirst mir das Schwimmen wahrscheinlich beibringen. Da ist jetzt ein Tor, das würde eigentlich hier zum Waldtempel gehen, aber da ist wohl gesperrt. Könnte sein, dass wir da später noch hinkommen. Da war ein Mumu-Schädel. Dann ist hier die nächste leere Honigwabe im Wasser. Und ich muss sagen, ich habe irgendwann mal auf jeden Fall ein bisschen Videos dazu angeschaut, deswegen weiß ich, dass hier in dem Blätterhaufen noch ein Tunnel ist. Genau, let's go. Mal durchgehen.
Ein paar Erinnerungen habe ich eben. Ich meine, Wetterhaufen ist ja auch ein bisschen verdächtig, also wäre man schon irgendwann drauf gekommen, wahrscheinlich, weil weiter wird es, glaube ich, nicht gehen hier. Und das ist jetzt so einer der ersten großen Änderungen, weil so einen Bereich gab es natürlich in Ocarina of Time nicht. Na, ich bin runtergefallen. Wer ist da? Ist so ein bisschen Gemüse. Auch cool umtexturiert. Das waren ja, glaube ich, diese Dinger auf dem Highway Field. Wenn du das nicht ernst nimmst, dieses Abenteuer, weil ich dein Spielstand löschen und dein Bottles bedroht mich. Es wurde halt extrem viel extra Areas und extra Content, wo es halt Ocarina of Time nicht gab, hinzugefügt, dass mit auch hier irgendwie genug Content für Banjo-Kazooie da ist. Und das ist halt so eine coole Sache, die ich feiere. Generell sehr viele Easter Eggs. Wie komme ich weiter? Oh mein Gott, da ging es rein. Ich wollte jetzt nur den hier kaputt machen wegen Honigwaben. Eine geheime Höhle und das ist halt alles so Content. Also es ist wirklich die Welt kreativ erweitert und das feiere ich halt anders. Und wir lernen jetzt die Fähigkeit mit den Sprungplattformen, die man normalerweise ja erst in der zweiten Welt gelernt hat, im originalen Game. Und damit kommen wir auf jeden Fall weiter. Das ist ein richtiger Move, weil hier scheint noch ein bisschen mehr zu sein. Und es fehlt ja noch die eine oder andere Höhlenquabe noch. Und es gibt auch einfach Kisten, die wir zerstören können. Let's go. So, und damit sollten wir jetzt auch rauskommen. Jetzt kann ich mich auch mal hier oben ein bisschen umschauen. Ich bin ja direkt runtergefallen. Ja, da oben befindet sich ein weiterer Mumbo-Schädel. Das scheint wohl so ein Secret hier zu sein. Dann können wir an der Stelle, glaube ich, wieder zurückgehen. So, nehme ich an der Stelle hier. Hier wurde ja gesagt, dass ich eben den Move mit den Eiern lernen kann, der ja auch noch extrem wichtig ist. Also so quasi die Schleuder oder was? Geil. Aber da hätte ich doch eigentlich im Deko-Baum lernen müssen, oder nicht? Und mit den Eiern kann ich auch die Cobwebs, also Spinnnetze, im Deko-Baum zerstören. Auch gut zu wissen. Er hat mir auch ein bisschen gezeigt, wie ich präziser zielen kann. Nämlich muss ich das so anschauen. Man schießt Banjo eigentlich genau in die richtige Richtung, geradeaus eben. Da ist die Honigwabe, die letzte. Ja, hier muss ich einfach sagen, dass das wirklich geil für die N64-Engine Banjo-Kazooie eben aussieht. Aber haben wir ein extra Leben. Sollten damit auch alles haben aus dem Lost Woods und wir können wieder in den Cookie Forest gehen. Diesmal jetzt wirklich alles bekommen, das heißt, ich werde jetzt anfangen, ja, mehr oder weniger alles einzusammeln. Okay, Gemüse ist auch da aus irgendeinem Grund. Dann befindet sich mal hier auf dem Haus auch ein paar Noten. Natürlich wird das auch hier mehr oder weniger ein 100% Durchlauf muss sein. So, ein paar Steine zu zerstören, sind auch Noten drunter und auch ein Mumbo-Schädel. Und die kenne ich auch irgendwie nur in der größeren Version. So, ist hinter links Haus irgendwie was? Ja, ein Jinjo. Ja, die ist natürlich auch noch da. An links Haus selber kann ich auch noch reingehen, da ja, habe ich auch einen Jinjo gehört. Hier war ja eine Sprungplatte, die man so ein bisschen gesehen hat, aber wo soll ich hinspringen? Da oben ist der Jinjo, der grüne, let's go. Da führt ein Weg mit Eier nach oben. Ich glaube, Deko-Bomb können wir... Boah, weiß nicht, ob wir da wirklich reingehen können. Auf jeden Fall in dieses Außengebiet davon. Ich glaube, Queer Forest bietet erstmal genug Content für uns, um zu schauen oder zu erkunden. Ne? Zack, zack, zack. Ein Viertel der Noten haben wir auch schon. Banjo ist der Wasserfall, eindeutig. Er verschwindet einfach komplett dahinter. Okay, die ersten Golden Federn haben wir auch, aber ich denke, den Move werden wir das später irgendwann freischalten, ne? Eine weitere Sprungplattform nehme ich gerne. Da ist eine größere Truhe. Mal schauen, was da drin ist diesmal. Unser allererstes Puzzleteil. Wurde auch mal Zeit, dass wir eins bekommen. Das war, glaube ich, der Shop. Da können wir tatsächlich sogar reingehen. Okay, ich muss alle Türen überprüfen. Was haben wir hier? Auch Krüge. Und so ein Rare-Symbol. Sehr geil. Brynhilde und das einfach ein paar Geschenke, der Dekoschild. Ah, ich bin nach Hyrule gekommen, um zu helfen, ne? Das ist ja Tipps für die Area in Hyrule. Ihr gebt immer 3 Tipps pro Welt, sehr geil. Es gibt in Kokiro Forest 2 von diesen Sprungplattformen, die wohl an sich versteckt sind. Old Pizza Boxes to find an old friend, okay. Keine Ahnung, ob da Pizza Boxen sein sollen, aber egal. Im Baum ist der Schlüssel, um die Lost Woods zu öffnen. Ah, in Lost Woods waren wir doch schon drin. Jetzt bin ich verwirrt. Makoko natürlich. Werbung muss sein. Aber sehr cool. Aber es geht wieder nochmal nach hinten. Das ist ja extra Content, den ich so feier. An Noten. Ein Bild vom Deko-Baum. Komm ich da irgendwie hoch? An diese Stuhl? Sieht irgendwie momentan schlecht aus. Ja, auch eine Note. Das heißt, ich muss doch irgendwie hochkommen. Da ist eine Note drin im Krug. Weil dann kann ich die doch safe kaputt machen. Aber nicht mit meinen Moves. Doch,
Damit geht's. Ja gut, damit komme ich doch nach oben. Das ist eine Mini-Plattform oder was? Ist das eine von den Versteckten? Da war in der Ecke ein Mumbo-Schädel. Oh Gott, sind die versteckt. Und das ist der nächste Puzzleteil. Obwohl, nee, in Links Haus war doch eine Sprungplattform versteckt, oder nicht? Das heißt, ich denke, wir müssen noch eine weitere finden. Und womit ging das jetzt? Hier mit der Attacke. Sehr gut, da ist überall noch ein paar Noten drin. Wichtig mitzunehmen. Aha, da oben ist ein Mumbo-Schädel, wo man aus dem Kopierfuß rausgeht. Nehme ich natürlich mit. Ob ich da jetzt wirklich alles sammle, boah, weiß ich nicht. Ja, schon einige. Ich denke, da wird es wirklich ausreichen, wenn ich einfach nur die sammle, die wir brauchen. Einfach aus dem Grund, weil die auch nirgendwo eingetragen sind. Und ich meine, im Originalgame habe ich es gemacht damals. Aber da habe ich mich ja gut ausgekannt. So, hier bin ich froh, wenn ich überhaupt alles bekomme. Nach oben? Ja. Auf jeden Fall alle Noten und alle Puzzleteile werden hier gemacht, ganz klar. Und dann wird Banjo hoffentlich hier sein Schwert abholen, keine Ahnung. Schauen wir mal, ob es hier auch eins gibt eben. Mein Bezweifel ist, aber das ist also Area zum Beispiel aus der letzten Welt. Clockwood. Passt aber natürlich auch für den Wald. Okay, die Ecke ist ein bisschen sass und neu zugleich. Das ist ein Jinjo. Und dort beim Schwert ist wohl eine Truhe mit einem Puzzleteil. Passt natürlich. Oh, was war denn das? Bin nur random rumgelaufen. Ich glaube, das ist die zweite versteckte Sprungplattform. Oh, es gibt natürlich auch in den normalen Welten immer zwei Honigwaben. Junge, das war übelst random. Gibt es dafür irgendwie Tipps oder so nochmal? Außer den Hinweis von Brennhilda? Keine Ahnung, aber es wäre sonst viel zu schwer. Und im Wasserfall geht's auch wo rein. Ich glaube, da haben wir wieder ein bisschen Content gefunden, den es so nicht gibt. Warte mal, was war das gerade? Ne, ich glaube, ich muss da von oben reinspringen. Dann gehen wir hier einfach mal hinein. Und das gab es halt noch gar nicht. Das ist komplett alles dazu gedichtet und sowas feiere ich natürlich extremst. Wenn die Welt kreativ erweitert wurde, hier ein weiterer Mumbo-Schädel. So, dich kann ich, glaube ich, auch mit allen erledigen, brauche ich nicht unbedingt die goldenen Federn. Genau, damit komme ich auch weiter. Da oben ist eine Ranke. So, dann klettern wir mal hier den Wasserfall hoch. Mal schauen, wo Kukilforest hier sein Wasser bekommt. Ich könnte mir Hyliassee so rein logisch vorstellen, aber ich glaube nicht, dass wir da jetzt hinkommen. Ich denke, hier wird es einfach relativ schnell ein Puzzleteil geben. Aber das sieht man im Hintergrund, dass da Majora's Mask gibt, weil es sind, glaube ich, sehr, sehr viele N64 oder auch generell sehr viele Nintendo-Games überall versteckt. Da alle finde, weiß ich auch nicht, aber auch solche Easter Eggs. Ich meine, wer guckt denn da? Ist es so 007? Ich glaube, da gab es ein Game auf dem N64. Golden Gun, irgendwie sowas. Coole Easter Eggs, davon wird es auch einige geben. Aha, da kommen wir auch noch hoch. Und da ist ein geheimer Eingang. Ich habe keine Stampfattacke, oder? Nee. Ist da oben noch was? Ich glaube nicht. Ja, dann schauen wir einfach mal zum Deko-Bomb, würde ich sagen. Schauen, ob der ein ähnliches Problem hat wie in Ocarina of Time.